Ja, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie zur heutigen Pressekonferenz nach dem Oberligaspiel ERC Sonthofen gegen den SC Riesersee. Rechts von mir, in Sonthofen natürlich auch kein Unbekannter, Schorsch King. Schorsch, schön, dass du da bist. Und natürlich unser Gasttrainer Martin Eckert links von mir. Bevor beide Trainer zu Wort kommen, ganz kurz nur die Ergebnisse, soweit sie feststehen vom heutigen Spieltag. Rosenheim gegen Lindau 5:1, das ist das Endergebnis. Weiden-Deckendorf, da war es noch nicht zu Ende, stand es aber 0:6. Memmingen gewinnt gegen Höchstadt 4:2. Eisbären-Regensburg, selber Wölfe, da stand es 3:4, das ist auch noch nicht zu Ende. Der ERC gewinnt gegen Riesersee mit 4:2 und Peiting gewinnt in der Verlängerung mit 4:3 gegen den EV Füssen. Als erstes lassen wir unseren Gasttrainer, den Schorsch King, zu Wort kommen zum heutigen Spiel. Schorsch, ich glaube, wir haben heute eine sehr, sehr interessante Partie gesehen und ihr wart wirklich dominant, muss man ganz offen ehrlich sagen. Ihr habt ein tolles Spiel geliefert, das Ergebnis sieht aber ganz anders aus. Dein Statement zum heutigen Spiel bitte. Schönen guten Abend, Gratulation Martin, Gratulation Sonthofen zum Sieg. Ich denke, wir haben ein starkes erstes Drittel gespielt, zweites, das was ordentlich war, haben in den 40 Minuten vielleicht verpasst, das ein oder andere Tor nachzulegen oder in Führung zu gehen, das Ganze ein bisschen zu erhöhen. Im letzten Drittel haben wir ein bisschen den Faden verloren, wollten viel individuell spielen und das Spiel mit der Scheibe hat mir da gar nicht gefallen, sodass Sonthofen da gute Nutzen draus ziehen konnte und besser ins Spiel kommen ist. Und zum Schluss war es ein bisschen mehr Kampf gegen uns selber und gegen die Scheibe, wie dass wir da ein bisschen geduldiger bleiben und die Scheibe laufen lassen, weil dann wären wir, denke ich, zu weiteren Chancen gekommen. Und so haben wir uns ein Stück weit auch selber geschlagen, soll aber den Sieg hier nicht schmälern. Für Sonthofen, wo wir dran ansetzen müssen, ist natürlich klar, dass wir das schnell lernen, geduldig mit der Scheibe zu spielen. Das ist ein bisschen geschuldet. Die Burschen sind im Durchschnitt 23, die ganze Mannschaft. Da fehlt uns natürlich klar die Erfahrung in vielen Situationen, sodass wir dann ab und zu mit offenem Visier in die Wand, sage ich mal, von Sonthofen reinlaufen, anstatt dass wir da Scheibe laufen lassen. Aber okay, weiter geht's. Ja, danke Schorsch. Martin, ich habe es gerade schon gesagt, also das Riesersee ist gekommen wie die Feuerwehr, das muss man ganz offen sagen und ich glaube, dass unser Torwart, der Konstantin Kessler, heute wirklich eine wahnsinnige Partie gemacht hat und uns auch lange im Spiel gehalten hat und das jetzt zurückzahlt, was wir eigentlich von ihm erwartet haben. Aber trotzdem, wie siehst du das Spiel heute gegen den SC Riesersee? Also schönen guten Abend. Ich hoffe, dass ich nicht alles vergesse, was ich sagen möchte. Erstens, es ist brutal schade, nach den Leistungen, ich sage nicht mal nach Ergebnissen, aber nach den Leistungen, was die Jungs auf dem Eis leisten, dass da nicht mehr Zuschauer sind. Das ist schade, die Leute sollen in der Stadt aufwachen und daherkommen. Ja? Weil die Jungs verdienen das mit der Leistung. Ich sage, nicht mit den Ergebnissen, aber auf jeden Fall mit der Leistung, die Zuschauer sollen daherkommen. Dann, du hast gesagt, dominant. Ja, es stimmt. Es hat so ausgeschaut wie dominant. Zwar Druck war da von Riesersee, aber ob Konstantin oder alle anderen 16 oder 18, 17 Spieler haben hervorragend defensiv gespielt und das umgesetzt, was wir uns gesagt haben. Und dadurch natürlich der Gegner verliert den Faden. Wir haben auch die Chancen genützt, was wir vielleicht in anderen Spielen Pech gehabt haben. Und dadurch ist er so zu seinem Ergebnis gekommen. Der Gegner hat mehr Schüsse gehabt. Ich denke, vielleicht 15, 20 Schüsse mehr. Aber wie gesagt, Konstantin war gut. Die Mannschaft hat gut defensiv gespielt. Und beim Eishockey braucht man Geduld. Das war genau das nächste Wort, was da gesagt worden ist. Geduld, und wir haben mit Geduld gespielt und das umgesetzt, was wir uns auf dem Video gezeigt haben oder was wir trainiert haben. Und das zeichnet die Mannschaft aus. Also gratuliere, Jungs. Schorsch, wir sind sechster oder siebter Spieltag, ist ja auch egal jetzt. Ich glaube, dass die Oberliga Süd dieses Jahr sehr, sehr eng ist in der Masse.
sehr konstant und sehr eng spielt und sowas alles. Wie beurteilst du das aus deiner Situation? Und ich sag mal so, bis auf Deckendorf, die wahrscheinlich momentan so ein bisschen weglaufen oder sowas, aber der Rest spielt bis auf die beiden letzten wirklich sehr, sehr eng und jeder kann jeden schlagen. Die Liga ist sehr interessant und es passiert auch viel in der Liga, aber wie siehst du das? Ist das wirklich so eng zusammengerückt oder haben Spitzenclubs, sage ich mal, sich nicht so verstärkt, wie sie es vielleicht verstärken sollten? Da gibt es immer zwei Seiten. Eine Seite ist Papier. Auf dem Papier braucht man nicht reden. Deggendorf ist stark, Rosenheim, Regensburg, Peiting weiß, wie der Hase läuft in der Liga. Und dann gibt es die andere Seite, wo ich sage, Memming gefällt mir gut. Sonthofen hier spielt ein gutes Eishockey. Selb ist interessant geworden, wo natürlich die Tabelle da auch nicht lügt. Die spiegelt das Ganze wieder. Das alles ein bisschen enger zusammenrutscht. Inwieweit dann auch immer die Teams vielleicht vom Papier her mit dem besseren Kader gewinnen. Ja, das ist der Sport. Also da heißt es jetzt nichts, da ist alles möglich und deswegen ist die Tabelle bisher auch ausgeglichen, eng zusammen und ich denke auch, dass die eng beieinander bleiben wird bis zum Schluss, vielleicht bis auf ein, zwei Teams, aber ansonsten wird es ein spannender Kampf um Plätze, was alles passiert mit 5, 6, 7, 8 und 9 in die Richtung. Ja, danke George für deine Einschätzung. Martin, wie gesagt, Gratulation zum Sieg. Dir bzw. der Mannschaft, ganz kurz nur, wir fahren am Sonntag nach Selb, natürlich eine weite Fahrt, wir fahren um 10.30 Uhr los. Ist natürlich auch ein wichtiges Spiel für uns. Ganz kurzer Ausblick für dieses Spiel. Ich komme noch zurück zu deiner Frage, was du an Jörg gehabt hast. Spannend. Es ist spannend und da sollen die Zuschauer daherkommen, weil das spannend ist. Ja, das ist uns wirklich sehr wichtig. Ich appelliere zum zweiten Mal dran, die sollen daherkommen. Ja, es ist schade, dass wir so wenig Zuschauer haben. Ausblick, das Spiel fängt mit 0-0 an, 60 Minuten. Wir sollen wieder mit Geduld spielen, mit Einsatz. Und ich hoffe, dass am Ende Sonthofen der Gewinner ist. Ja, vielen Dank. George, ich wünsche euch eine gute Heimreise. Und wir sehen uns ja noch einmal hier in Sonthofen. Wir müssen noch zweimal zu uns. Also wie gesagt, der Kontakt bleibt bestehen. Kein Thema. Kommt's gut nach Hause. Noch ein ganz kurzer interne Sache für euch, die wichtig ist. Wir spielen am Freitag in Rosenheim, kommenden Freitag. Und hier wird im Overtime dieses Spiel auf Spray TV übertragen. Das Spiel geht um 19.30 Uhr los. Ab 18.30 Uhr ist das Overtime geöffnet und Sie können natürlich alle hier das Spiel schauen. Fragen von der Presse an die beiden Trainer? Stelle fest, dass nein. George, komm gut nach Hause. Martin, danke für das schöne Spiel und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Vielen Dank. Ciao.